Österreich ist Vorreiter bei der EU-Kampagne Gesunde Arbeitsplätze für jedes Alter. Eine der Firmen, die sich für gesunde Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter vorbildlich engagiert, ist die Traditionsfirma Manner. Sozialminister Alois Stöger kam zum Lokalaugenschein. Der demografische Wandel stellt sämtliche EU-Mitglieder vor große Herausforderungen. Bis 2030 werden ältere Arbeitnehmer in vielen EU-Ländern rund 30% der erwerbstätigen Bevölkerung darstellen. Um diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Berufsleben zu halten, braucht es Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Die Süßwarenfirma Manner hat an diesem Ziel bereits seit 2013 gearbeitet. Mit einigem Erfolg. Wir haben damals nach der Erstbefragung, das war der sogenannte AB-Plus-Fragebogen zum Thema Arbeitsbewältigung, ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt und haben das jetzt auch mit einer internen Steuergruppe, bestehend aus Produktionsleitern, Eingliederungsbeauftragten und Arbeitsmediziner, dann über die Jahre her abgearbeitet, haben genau die gleiche Befragung von 2013, letztes Jahr im Sommer, nochmal wiederholt. Und da konnten wir in allen Bereichen eine Verbesserung der Ergebnisse erzielen. Das heißt, es hat sich die Zusammenarbeit, das Führungsthema verbessert, es haben sich die gesundheitlichen Beschwerden reduziert und wir konnten auch sozusagen einige ergonomische Maßnahmen erfolgreich umsetzen. Welche Verbesserungen sind hier zum Beispiel an diesem Arbeitsplatz gemacht worden? An diesem Arbeitsplatz ist es ganz wichtig, dass die Leute, wenn sie 8 Stunden am Tag arbeiten, eine möglichst ergonomische Haltung einnehmen können. Das beginnt damit, dass sie aufrecht sitzen können, sich die Sitzposition einstellen können, die Füße abstellen können, dass sie nicht zu weit vorgreifen müssen, damit der Rücken gerade ist. Und deswegen sind auch die Ausnehmungen an Tischen beispielsweise so ausgeformt und die Fußstützen. Manner ist ein Unternehmen, das Tradition hat und hat sich damit beschäftigt, wie kann man auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lange am Arbeitsplatz halten. Wir wollen ja, dass Menschen länger gesund bleiben. Und daher muss man die Arbeitsplätze anpassen und mit der Kampagne der Europäischen Agentur für Gesundheit am Arbeitsplatz, da haben sie mitgemacht, um hier auch die altersgerechten Arbeitsplätze zu entwickeln, die Produktion darauf anzupassen und ich kann nur sagen, das ist wichtig und bedanke mich bei allen Unternehmen, insbesondere auch bei Manner, dass sie das gemacht haben. Was macht man zum Beispiel in so einem Arbeitsbetrieb, ja, dass der Rücken weniger belastet ist? Wir haben zum Beispiel Rückenschule angeboten, dass die Mitarbeiter dann wirklich eine Stunde vor Arbeitsbeginn oder nach Arbeitsbeginn einfach hierher gekommen sind und geturnt haben und einen persönlichen Trainer zur Seite gekommen haben. Machen Sie selber auch mit bei den Firmensportprogrammen? Haben Sie das schon mal probiert? Bei den Firmensportprogrammen nicht, allerdings habe ich mir die Übungen angeschaut. Und die sind an sich auch privat nutzbar. Und jeden Tag in der Früh mache ich nach meinem Frühstück mache ich meine Rückenübungen.